Okay, inzwischen haben sie das Problem mit der Quest gefixt und ich habe schnell beide Viecher umgehauen. Ich wollte jetzt gerade noch was gucken. Man bekommt da hier irgendwelche Boxen immer zu die ganze Zeit. Mal gucken, was das ist. Schmeiß den ganzen Scheiß jetzt auf weg. Hier würde ich Level 10 Stuff kriegen. Das machen wir dann auch gleich. Einfach wieder zurück, ne? Jo. Oh, dieser Dash, Alter, der gefällt mir halt so cool. Ja, so cool. So gut. Den könnte man ruhig öfter machen können. The Arcanum will go to any lengths for justice. Yolnis is looking for you. I wouldn't keep the old man waiting. Na, die haben jetzt wirklich einen Tag gebraucht, um diesen scheiß Bug zu fixen, ey. Wo man hier eine Ladezone hat, weiß ich immer noch nicht. Truth is our mandate. I do hope Maria is faring well in these dangerous times. Und jetzt mussten wir nach vorne zum Teleporter-Typen. Jo. Was hast du noch? My time is precious. Okay, auch mal mit ein paar Typen reden. Before she does something foolish. Okay, bei der Familiari Academy. Die XP nehmen wir natürlich mit und einmal noch links von uns bei der Gildenhalle. Dann musste man da von außen hin. War ich ja so noch nie, außer mal für eine Quest. Guten Tag. Tschüss. Okay, noch mal zur Akademie rüber. Dann von zum Teleportschrein.
you've got him now! Goodness, how exhilarating! Okay. So, hier ist noch Herstellungstutorial-Zeug, glaube ich, war das. I've been the boss here for over a decade. There's no finer cooking school than the Institute of Flavor. Kochzeug. Das nehmen wir auch mit. Good cooking is the universal language. Everyone needs to know how to cook. Good cooking is the universal language. Everyone needs to know how to cook. Ich muss dafür auch erst Level 10 werden. Dann bleibt die Quest halt hier. Warum bekommt man das denn, wenn man das noch gar nicht benutzen kann? Welcome, adventurer. Welcome. Neue Waffe, die schlechter ist, die schlechter ist. Is the transit shrine to meet Maria in the Highlands? Also nach Akans Highland. Ich würde schon gerne noch ein paar Skills sehen, aber der Part wird richtig lang dadurch. Vile werewolves have driven the ranchers from their homes. Warum sollte ich was Schwächeres anlegen? You must destroy those stones. Hey, hallo, fliegst du bitte? Fliegt halt hier nicht, weil die Höhe hier zu niedrig ist, um zu fliegen, Alter. Guck mal, ich glaube unten die ganzen Quests wären auch hier jetzt, die Spinnen zu töten und so ein Quatsch. Aber das machen wir jetzt mal nicht.
Wir suchen nur diese markierten Steine, 4 Stück. Können wir das Gras hier eigentlich harvesten? Ja. It's my duty to keep these ruined. We can't let the Kabim Brotherhood have its way. Ich habe immer noch kein Level up. Null. Okay, das ist schon fast zu einfach. It's my duty to keep these ruins safe. I don't know what the Kabimus devices do. We better smash them just to be safe. Aber jetzt muss ich gleich das Level abbekommen. Und wieder komplett zurück. You're a brave soul for coming here. Ja, geht doch. Was gibt's hier? Equip, was immer noch schwächer ist. The answer is in their blood.
genau, jetzt die Werwölfe sind ja hier auch noch in dem Gebiet. So, und dann schauen wir uns mal an. Okay. Und du bist passiv. Jo. Dann weg. Weg. Das war das Gras, das gesammelt ist, kommt auch weg. Und die Box hier auf und dann die hier. Das. Das. Hero Bloom Talisman. Wall Attack. Okay, was bist du? Okay, die brauchen wir jetzt nicht, die Tinktur. Das ist die Quest, wenn wir Level 60 erreichen können mit 300 Elonen. Der Talisman ist ja jetzt aktiv. Ist aber nicht angezeigt, ne? Nein. Okay, dann kann das jetzt alles weg. Man könnte es zwar verkaufen, aber so viel Zeit habe ich dann doch nicht. Und wir sollen ein paar Werwölfis erledigen. Nicht dich. Geh weg, du Kuh. So. Lull. Okay, das Schwein tankt kurz und dann kann ich eine Eisattacke machen. Der Agnas tankt auch und macht dann eine Feuerattacke. Dann kann ich mit dem Teddy einmal einen Kombinationsschlag machen oder den anderen Teddy einfach draufwerfen und der explodiert. Bäm. Okay, weil das Equip, das ist ein bisschen zu stark gerade, finde ich. Ist zwar gut, dass der gleich sein eigenes Equip hier bekommt. Dann haben wir natürlich unseren Herz-Skill hier noch. Und schon fertig. Jo. Okay, ich würde sagen, den war es das jetzt erstmal. Ich werde mal schauen, ob ich den Charakter noch weiter hochspiele. Und dann vielleicht noch mal so ein Skill-Show-Off mache mit High Skills. Gehen wir noch einmal die Quest ab und dann sind wir dann hier mit der Vorstellung von dem Trickster erstmal fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Story wird natürlich mit meiner Wächterin weitergespielt. You're a brave soul for coming here.
Herbert might know what to make of this. Okay, und dann würde ich mal sagen, ciao, Leute.